Ja. Ja, in der Beute des Draglings befand sich der Helm Hergens. Der Wunsch des Tarn ist erfüllt und sein Sohn gerecht. Nun muss dessen jetzt als Zeichen zu Skate zurückkehren. Entweder wird der Helm Joshua übergeben oder direkt dem Tarn ausgehändigt. Folgt mir! Mhm. Wir sind dann mal so nett und lassen das Joshua machen, sobald wir hier oben durch sind. Sofort! Mir nach! Für den Orden! Haltet durch, Männer! Für die Freiheit! So, erstmal die Deckung. Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Ruft? Verstanden! Schließt die Reihen! Okay, ich habe gemerkt, dass einer meiner Leute gestorben ist. Knappe Sache. Sofort! Und ja, da ist das Portal ins Grauschattal. Und los! Hier. So, dir. Ah. Bringt den Helm dem Tarnen zurück. Diese Ehre steht euch zu. Wenn ihr wollt, überbringt ihn selbst. Ich muss weiter. Grüßt den Tarnen von mir. Wie ihr wünscht. Gute Reise, Runendiener. Und danke für alles. Lebt wohl, Lord Sohn. Ja. Ins Grauschattental. Weiter ins Grauschattental. Die Kaltmatige ist überwunden. Der Weg ins Grauschattental ist frei. So, der wird den Weg alleine finden. Zu euren Diensten. Alles klar. Ihr könnt euch mal hierhin begeben. Dich können wir hier neu ausbilden. Und ich nehme den direkten Weg nach Windholm zurück. Also ja, wenn man sich das so ansieht, viele Punkte hier. Das Nordportal, wo wir reingekommen sind. Kaltmark ist hier. Ostspitze, das könnte das sein. Die Ruinen sind hier unten und das Ostportal ist hier. Ja. Ups. Nein, 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 wo ich gehe hin? Ups. das war nicht geplant. Das war jetzt echt nicht geplant von mir. Aber hey, kann ich den Moment nutzen, um... euch beide auszutauschen und hier eine Schützin reinzupacken. So, dadurch seid ihr beide natürlich wieder nackt. Ja, komm, du Tank hier. So, du Schütze.
Nimm den besten Bogen, den wir haben. Rostiger Meisterdolch 4 bis A. Ja. Rostigen Dolch. Lederwams ist okay. Kettenbeilinge. Nee. Dann lieber die. Oh, Eismagie. Ah, praktisch. Dann kannst du ruhig Geschicklichkeit, Intelligenz haben. Und Wendigkeit und Intelligenz. Und Kopfbedeckung kriegst du die hier. Gut. Ja, wir sollten uns etwas beeilen, weil es wird langsam wieder dunkel. Das heißt, unser Riese geht bald wieder pennen. Ah, da kommt Joshua. Nithalfs Stärke mit euch, Mensch. Du kannst mir nichts über die Kaltmark erzählen. Grüße. Hier sind die Zutaten. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Geduldet euch einen Moment. So, hier habt ihr das Gift. Aber wenn ihr es ihm verabreichen wollt, dann braucht ihr einen Köder. Er muss es schlucken. Verdammt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Schlucken, sagt ihr? Ja, es ist schließlich kein Schwertgift. Wie wäre es, wenn ihr etwas Rindfleisch mit dem Gift behandelt? Riesen sind dumm und gefräßig. Blutiges Fleisch weckt ihre Gier. Und wie bringe ich das Fleisch zu ihm? Ihr müsst euch nachts an ihn heranschleichen. Hängt das Fleisch an seinen Gürtel. Es muss leise und schnell gehen, sonst bemerkt er euch. Sobald er erwacht, wird er das vergiftete Fleisch fressen. Dann ist er leichte Beute für eure Klinge. Jo. Je größer sie sind, besorgt vom Bronn ein Stück Rindfleisch. Das Gift muss unter das Fleisch gemischt werden, damit Helge es zu sich nimmt. Bronn wird hoffentlich eines seiner Rinder opfern. Grüße, Mensch. Nichts Neues von dir. Oh, Tanna hat was Neues für mich. Oh. Er ist jetzt angekommen. Ah. Nö, nichts Neues bei dir. Grüße. Nichts Neues bei dir. Gut. Bei dir? Ah. Nein. Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Ja, grüner Schlaf, noch ein Stein des ewigen Feuers. Schwefelkopf und Elfenspreizling. Sieht so aus, als ob man die verkaufen könnte. Aber ja, bald haben wir wieder ein Level up, was auch praktisch ist. Was ist eigentlich mit dir? Kannst du mir was sagen? Nie. Nein.
Dann wird es der Schmied hier auch nicht können. Der Minenmeister wahrscheinlich auch nicht können. Mondsilbermine, Mondsilberhalle. Jede Menge Mondsilber und Eisen. Also ja, die haben hier schon eine gute Mine. Noch. Und ja, ich sollte dem Riesen das Gift geben, noch bevor der Mond in der Mitte ist. Nein, du hast auch nichts zu sagen. Was ist mit dir, Tanna? Zufrieden, dass du mir bis zum Grauschattental helfen konntest. Mehr konnte man ja echt nicht von ihm erwarten. Und selbst das hat er ziemlich gut gemacht. Den Riesen kriegen wir auch so down. Nebel. Oh, und wir haben ja auch immer... Wir haben noch neues Zwergenzeug. Wann habe ich das eingesammelt? Tanar, begrüßt euch freudig. Vor allem sind das Sachen, die ich doch schon längst habe. Also sowohl die Miniz als auch die Schmiede als auch die Mine besitze ich alles bereits. Naja, doppelt hält wohl besser. Was wünscht ihr? Auf dem Weg! Stehe bereit! Verstanden! Willkommen. Ja. Könnt ihr etwas aus dem Feld des Reißers wirken? Hm. Ein gutes, starkes Fell. Die Kraft des Monstrums wohnt noch in ihm. Gebt mir noch die 3 Mähnen, die ihr in eurem Gürtel tragt, hinzu, dann will ich euch ein Wams daraus fertigen. Ja. Hier, nehmt das Fell und die 3 Mähnen. Gut. Wartet einen Augenblick. Die Urkraft dieser Bestien hallt noch wie ein Echo aus ihren Fellen. Dieses Wams soll euch Kraft und Schutz gewähren. Hier, nehmt! Ja, ist die Seide. Ist diese dunkle Seide hier wertvoll? Für jemanden, der sie verarbeiten kann, schon. Das ist ein seltenes Stück. Ich wüsste jemanden in Graufurt, der sich mit dieser Art Seide auskennt. Ihr Name ist Tanara. Sie ist die beste Näherin in den Nordlanden. Okay. So, Reißerfell haben wir abgeschlossen. Haben dafür diesen Wams gekriegt. Reißerfell-Wams. Der ist aber allerdings eher was für einen wie ihn hier. Ja. Tag. Ah, ihr wieder. Ich brauche ein Stück eures besten Fleisches. So wie ihr euch anhört, wollt ihr dafür nichts bezahlen. Es dient einem guten Zweck. Gebt es mir und ihr habt die längste Zeit Probleme mit Hörger gehabt. Verdammt, das soll mir eine halbe Herde wert sein. Hier, nehmt. Danke. Nun etwas von dieser Flüssigkeit hinzu... Ah, ich verstehe. Gift ins Fleisch. Das wird Hörger schlecht bekommen. Das hoffe ich. Wünscht mir Glück, dass ihr den Tausch nicht bemerkt. Dann alles Glück der Welt für euch, Freund. Jo.
Erfahrungspunkte. Je größer sie sind, wartet bis Hörger schläft und tauscht sein Fleisch gegen das Vergiftete aus. Wenn Hörger schläft, ist er im Moment gekommen, das vergiftete Fleisch unterzuschieben. Es muss nur schnell geschehen, bevor er vielleicht aufwacht. Er trägt seinen Fleischvorrat direkt am Gürtel.